Am 3. Februar hatte er zuletzt auf dem Eis gestanden, Jordan Schröder. Heute gibt er nach fast 2 Monaten sein Comeback. Vielleicht ja gerade rechtzeitig, um der ins Stocken geratenen Lakers-Offensive wieder etwas Schub zu verleihen. Der Start zumindest chancentechnisch einigermaßen gemächlich. Das hier die gefährlichste Szene der Anfangsphase. Kreis mit dem Geschoss und Hoffmann mit dem Ablenker. Die ersten 10 Minuten des Startdrittels also relativ ruhig, dann aber umso rasanter. Herzog bedient Leuenberger und der tanzt Nefala wunderbar aus. Der EVZ führt in Rapperswil. Und das ist sogleich auch der Zwischenstand nach dem ersten Drittel. Rapperswil im Kampf gegen den frühzeitigen Urlaub also bereits zurückgebunden. Das hier die Reaktion darauf, heftig, aber nicht gut genug. Aber Rappi kann das noch besser. Allen voran Gianmarco Vetter. Der bezwingt die Cenoni erstmals. Vetter sorgt für eine erste Schlechtwetterlage über Zug. Ausgleich. Rappi wieder zurück und vor lauter Euphorie zu nachlässig. Suri direkt von der Strafbank findet seinen Meister in Nefala. Dann aber nichts mehr mit Nachlässigkeiten. Die Lakers kommen kurz nach dem Ausgleich erneut zu einem Powerplay. Und mit viel Krampf auch zum zweiten Tor. Yannick Lennart Albrecht bringt die Lakers erstmals in Führung. Drittel Nummer 3 startet mit einer nächsten Möglichkeit für die Lakers. In Person von Dominik Lammer. Der verwertet hier den Abpraller bei Cenoni und erhöht auf 3:1. Darauf kann der EVZ nicht mehr reagieren. Auch am Schluss nicht, als Cenoni einem 6. Feldspieler Platz macht. Andrew Rowe trifft ins leere Tor und sorgt für die Entscheidung. Die Rapperswil-Jona Lakers gewinnen gegen Zug mit 4:1 und erzwingen ein 6. Hirzel-Derby in diesem Playoff-Viertelfinale.